Hallihallo und wie gesagt, willkommen bei Let's Play Remember Me. Wir sind immer noch in der Zentrale von Memorize auf der Suche nach, dem zentralen Server, so wie ich das mitbekommen habe, wenn ich das richtig verstanden habe. Und haben auch ein bisschen was schon abgemacht und wir müssen ja Trace, glaube ich, heißt der. Wir müssen Trace abfangen, weil der irgendwelche Infos hat, die wir brauchen und das tun wir jetzt. Deswegen laufe ich jetzt weiter und laber nicht zu viel wieder um den heißen Brei rum, der euch gar nicht interessiert. Oh, was haben wir denn hier? Sehr schön. Eine Skaramech-Bla. Ich habe eine Skaramech-Bla platt gemacht. Wenn ich ein bisschen besser aufpasse, würde ich wahrscheinlich eh schon viel mehr von denen gefunden, aber egal. Der Staubsauger sieht aus wie eine riesige grüne Zecke, aber ist ja egal. Ach, die iRobots schon wieder, die fleißig putzen. Was haben wir hier? Ich habe was gefunden. Geschichte von Neo Paris. Okay. Brandschutztür zu. Wo ist die nächste? Kann ich irgendwas wieder machen? Das war ja wohl gerade voll sinnlos, oder? Okay, Brandschutztür wieder auf. Nur mal rein aus Interesse, wenn das... Vielleicht ist das jetzt hilfreich. Vielleicht aber auch nicht. Das kann ja nicht sein. Ich kann nicht wieder in irgendeinem Scheiß hängen bleiben. Oh. Nein, aber da vorne. Jetzt kann ich ihn aufmachen. Ha! Ja, Fahrstuhl drücken. Nach unten. Eine Gesellschaft, die nur ihre Fehler vergessen will, wird nicht überleben. Das Werk meiner Eltern. Du bist nicht wie sie, Schwester. Und außerdem, deine wahre Familie bin ja ich. Stimmt's? Ja, wenn all das vorbei ist, müssen wir uns treffen. Ja, wenn das alles vorbei ist. Aber nun hält mich nur noch die Verborgenheit am Leben. Verstehe. Achtung, Anwohner. Stromschwankungen auf einigen Etagen. Unsere Ingenieure sind über das Problem informiert. Wir wünschen einen schönen Tag. Toll. Trace ist wahrscheinlich schon am Hauptsicherheitsposten. Finde ihn. Schnell. Ich weiß nicht, dieser Edge... Edge heißt er, nicht Edge. Edge ist mir unglaublich suspekt. Leaper! Viele, viele, viele Leaper! Okay. Große Verfolgung mit Anlegen mit hässlichen Leapern. Was magst du da? Sie riegeln ab. Geil, ihr Vollpfosten. Da kann ich drüber. Haha. Du hast mich vergessen. Wieso habe ich das gewusst? Ja, scheiß der Hund drauf. Einmal meine Lieblingswaffe, einmal Logikbombe. Ach, wie schön es funktioniert. Sehr schön, vor allem, weil der jetzt aus dem Weg ist, jetzt kann ich den aufs Maul hauen. Ha! Komm her, du Arsch. Ich war zu langsam, verdammter Dreck. Okay, und jetzt pass auf, mein Freund.
Mein Sensenrad will wieder nicht. Doch, jetzt. Es funktioniert! Es funktioniert und es werden immer mehr. Und schon wieder einer von denen. Oh. Die Liefer würden mir gar nicht so schlimm sein. Was mich am allermeisten nervt, ist dieses hirnlose Gelaber die ganze Zeit von diesen Pennern. Okay, ich muss Energie aufladen. Das sind verdammt viele, fällt mir gerade auf. Aber wenigstens ist unsere Energiebalken wieder voll, das ist schön. Jetzt machen wir unseren letzten Sensenbalken auch noch voll. Ist egal. Okay. Na komm her. Und dann gibt's Sensenraserei, ihr Penner. Scheiße, hat nicht ganz gereicht. Na egal. Dafür gibt's noch ein paar andere nette Sachen, so wie Sensen-Doss. Bis auf das, dass die weißen Penner von dem nicht berührt werden, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Dass das bei den großen Menschlichen nicht hinhaut, war klar, aber... Muss ich die jetzt echt einen nach dem anderen runterholen? Ja, dann tun wir doch das. Ah, verdammt. Ich will vor allem jetzt für den keine Logikbombe verschwenden. Das ist einfach nur sinnlos. Und das hätte ich jetzt ausweichen müssen eigentlich. Ja, okay, nochmal eine ganze Reihe. Und es hat funktioniert! Nein, er lebt noch! Verdammt! Verdammt, er lebt echt noch! Scheiße! War jetzt das letzte? Ja, es war der letzte. Ich kann mich um den Idioten kümmern. Nein, einer ist noch da. Scheißdreck. Okay, last but not least. Aber jetzt, mein Freund. Knall! Komm, gleich bin ich voll. 10 Sekunden. Ich werde rennen. Jawohl, und... Das war dein Ende, du Arsch. Jetzt gehörst du sowas von mir. Verreck, verreck, verreck. Also. Wo wir sind damals mal hin. Oh, und eine Heal Station. Hallo, Heal Station. Auch so, ich bin voll. Naja, dann brauche ich keine Heal Station. Hm. Okay. Da ist er ja. Ich bin Trace. Die Spur, die dir vorangeht.
Kein Dropship hilft dir diesmal, Captain. Stopp! Lasst mich in Ruhe! Stoppt sie! Oh Gott. Na denn, also fangen wir gleich mal mit Rost den Frieden an. Es funktioniert, es funktioniert. Ich liebe es. Da. Ein weißer weniger. Nummer 1. Ich muss mein Rost in Frieden wieder schnell Erfolg kriegen, damit ich den scheiß Roboter aus dem Weg bekomme. Die sind noch schlimmer als die fliegenden Idioten. Ne? Ja, nachdem wir schon mal dabei sind. Komm, überladen. Verdammt! Sekunde zu langsam gewesen. Elendiger Scheiß. Na gut. Hallo? Bewegst du dich davor nochmal? Also bloß noch du. Oh Gott, er hat wieder seine Freunde mitgebracht. Das ist nicht gut. Aber ohne selbst, glaube ich, will mal sagen, ich bin besser geworden. Jawoll! Na denn! Schon mal du weniger! Perfekt! Du ganz besonders, dich konnte ich noch nie leiden. Weil ich dich nicht mag, kriegst du auf alle Fälle eine Bombe ab. Gott, sag mal, haben die nichts zu tun? Es werden echt immer mehr. Ja, okay, aber ich habe eine Spur frei, die muss ich jetzt nutzen und ich will den Weißen unbedingt weg haben. Mit dem kann ich nicht so, wie ich es will, aufs Maul hauen, ohne dass ich mir selber wehtue. Das hasse ich furchtbar. Wenigstens ist der aus dem Weg. Sehr schön. Passt das jetzt oder will sich noch jemand mit mir anlegen? Du hast immer noch nicht genug. Das war jetzt wieder ein hartes Stück Arbeit, das extrem sinnlos war. Aber dann schauen wir, obla, falsche Taste, schauen wir gleich mal ins Combo-Lab. Was können wir denn noch freischalten? Einen Schlag?
Das wäre eigentlich... Nein, den habe ich ja schon freigeschalten. Was kann ich... Da, den Tritt, einen Heiltritt. Einen Heiltritt. Den Tritt, der wäre gut. Das ist die Idee, den schalten wir frei. Und den setzen wir dann für diesen Schadensschlag ein. Das ist super. Dann haben wir die zweite Reihe nur mit Ding voll. Genau. Top. Und weiter geht's. Freunde und Anwohner, hier spricht Charles Cartier Wells. An alle, die dies hören. Einige befinden sich hier in unserer Oase von Nemoholis. Bleibt standhaft und ruhig. Gemeinsam besiegen wir die Angst und lösen die. Wie umgehe ich den? Game over, Trace. Och nee. Och nee. Was seid denn ihr zwei für Idioten? Es ist zu spät. Er ist schon einer von ihnen. Ich durchsuche trotzdem sein Gedächtnis. Man weiß ja nie. Oh nee, was waren denn das für zwei Idioten? Wieso habe ich das ungute Gefühl, dass ich mich mit denen anlegen muss? Nein, nicht rübersteigen, rüberspringen. Ja, genau so. Aber wie gesagt, ich habe das ungute Gefühl, dass ich mit diesen zwei Idioten diesen Langen da anlegen muss und dass die wieder irgendetwas Blödes im Sinn führen. Hauptproblem an der ganzen Sache ist, die sehen verdammt aus wie der Johnny Greenwood. Mit dem haben wir uns ja schon mal angelegt und der war echt scheiße zum Bekämpfen. Ah, da ist er, Trace. So, was ist in deinem Hirn? Hast du die Codes? Nur Fetzen und Emotionen. Aber auch das Fragment eines neuen Rätsels. Vielleicht nach einem Mnemonik? Sein Gedächtnis ist mit denen der Leaper verschmolzen. Was meinst du? Du musst das Gedächtnis dieser beiden Mutanten durchwühlen, um das Rätsel endgültig zu lösen. Es ist unsere einzige Chance, Zugang zum Konzeptionswürfel zu gewinnen. Na toll. Was habe ich vorhin gesagt? Ich muss mich mit den zwei Langen anlegen. 100 Pro. Ja gut. Setzen Sie Trace Erinnerungen zusammen. Ja, damit fangen wir dann in der nächsten Folge an. Es war mir eine Freude, dass ihr wieder mit dabei wart. Und beim nächsten Mal bei der Element Play packen wir uns dann die zwei langen Idioten, die hoffentlich nicht solche Opfer sind wie der Green und... Beamen, bla, keine Ahnung. Ja, egal. Auf alle Fälle machen wir das und wir sehen uns. Bis dann und ciao.